Schulklassen hören gespannt zu, wenn der heute 94-Jährige aus seinem Leben berichtet. Wir waren eine jüdische Familie und ich erzähle aus meinem Leben in Deutschland und was geschah, nachdem Hitler in Deutschland an die Macht kam. Seit fast 3 Jahrzehnten erzählt Alex Deutsch vor allem jungen Menschen seine Geschichte. Vielleicht sind Sie so lieb und fangen mal an, uns zu erzählen, wie Ihr Leben begann als kleiner Junge in Berlin in Deutschland. Ich bin geboren am 7. August 1913. Wir waren eine jüdische Familie in Berlin mit 8 Kindern. 1914 im Ersten Weltkrieg wurden unser Vater als deutscher Soldat eingezogen und die Mutter stand mit 8 Kindern alleine da. Da die Mutter nicht alle Kinder ernähren konnte, kamen Alex Deutsch und sein jüngerer Bruder Moritz in ein jüdisches Waisenhaus im heutigen Berliner Stadtteil Pankow. Disziplin, Selbstständigkeit und ein straff organisierter Tagesablauf bestimmten den Alltag. Im ehemaligen Waisenhaus befindet sich heute eine Bibliothek. Nur noch die Decke der ehemaligen Synagoge ist erhalten und wurde renoviert. Jetzt ist es doch nicht so einfach für ein Kind, wenn es von zu Hause wegkommt, wenn es von der Mama entfernt wird. Es war für mich sehr schwer. Ich habe viele Male die Frage gestellt, weil ich als Kind es nicht verstehen konnte, warum ich. Und dann begannen Sie eine Lehre. Haben Sie sich die Lehrstelle aussuchen können? Nein, ich wollte Friseur werden. Aber ich musste das Bäckerhandwerk erlernen, weil ich dadurch noch mal 3 Jahre bei meinem Lehrmeister gewohnt und verpflegt wurde. Und wer hat das bestimmt? Das Waisenhaus. Das heißt, man hat Sie einfach zugeteilt? Ja. Die Lehre in einer kleinen Backstube am Petersburger Platz verlangte vor allem Gehorsam und Respekt. Alex Deutsch bekam oft Schläge. Nach 1933 verschlechterten sich die Lebensbedingungen für Juden zunehmend. Und man hat nur noch das Braune gesehen. Da bekam ich langsam Angst und wusste nicht, aber die Unterstützung von den Menschen in der Gegend, wo ich lebte, sie immer Hoffnung gab und sagen, das wird schnell vorübergehen. Ich durfte nicht mehr 1935 als Bäcker arbeiten. Herr Deutsch, Sie haben in dieser Zeit eine junge Frau kennengelernt, die gleichaltrig war wie Sie. Es war meine erste Frau, erst nachdem wir geheiratet haben, bin ich zu ihrer Familie gezogen, da sich unsere Familie aufgelöst hatte und es meiner Mutter, einem Bruder und seiner Frau noch Anfang 1939 gelungen ist, Deutschland zu verlassen nach Amerika. Alle anderen, bis auf Alex Deutsch, sollten die NS-Zeit nicht überleben. Heute erinnern am ehemaligen Wohnort der Familie Deutsch Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demning an die in Auschwitz verschollenen Familienmitglieder. Und am 12. Oktober Oktober 1940 hat sie ein Kind bekommen. Als ich bei der Behörde gemeldet habe, das Kind,
wurde es nicht mehr als deutsche Bürger anerkannt. Von der Behörde habe ich weder Lebensmittelkarten noch Sachen für das Kind zu kaufen bekommen. Als ich am 27. Februar 1943 das Haus verlassen hatte, bin ich nicht mehr zurückgekommen. An diesem Tag wurden in ganz Deutschland, wo immer noch Juden bei vielen verschiedenen Firmen gearbeitet haben, verhaftet, in Sammellager gebracht und dann nach Auschwitz-Birkenau transportiert wurden zur Vernichtung. Keine Verpflegung, kein Wasser, kein nichts. Viele, die das nicht überlebt haben, die Toten haben da drin gelegen, auch die älteren Menschen. Es war ein furchtbarer Anblick und von diesen Sachen, es war furchtbar. Alex Deutsch reist gemeinsam mit seiner Frau Doris noch einmal an den Ort zurück, wo ihm so viel Leid widerfahren ist. Die anderen wurden nur so rausgestoßen und rausgeschubst. Hieß es Männer auf der einen Seite, Frauen, Kinder auf die andere Seite. Von dem 33. Osttransport von Berlin nach Birkenau waren es 1750 Menschen. Und die anderen wurden ungefähr 1500 ins Lager reingeführt. Und wir wurden auf Lastwagen nach Buna-Monowitz gebracht. Das Vernichtungslager Auschwitz gilt heute als Symbol des Holocausts. Aus ganz Europa wurden Menschen nach Auschwitz deportiert. Allein in Birkenau standen 300 Baracken auf etwa 175 Hektar. Das Lagersystem umfasste 40 Außenlager, darunter Buna-Monowitz. Man geht von einer Zahl von 1,1 bis 1,6 Millionen ermordeter Menschen aus, darunter viele Juden. Heute befindet sich im ehemaligen KZ Auschwitz eine Gedenkstätte. Auschwitz ist der Name, den die Nationalsozialisten dem Ort gegeben haben. Die Stadt Oswiecim liegt in Polen in der Nähe von Krakau. In der Jugendbegegnungsstätte sind hauptsächlich junge Menschen aus vielen Ländern zu Gast, vor allem aus Deutschland. Für die Menschen, die in diesen Ruinen ermordet wurden, man kann sich dieses Bild nie vorstellen. Wenn sie in die Umkleideräume, wo sie sich entkleidet und dann in diese Gaskammern geführt wurden. Dieser letzte Schrei dieser Menschen wird immer in mir sein. So war auch meine Familie, was ich einige Tage später erfahren habe, hier in Auschwitz-Birkenau ermordet wurde. Als ich das erfahren hatte, wollte ich überleben, um mich zu rächen an denen, die mir meine Familie genommen haben. Auschwitz-Birkenau ist für Alex Deutsch ein einziger großer Friedhof. An den ehemaligen Krematorien nimmt Alex Deutsch einen Beutel mit Erde und Asche mit. Er wolle ein Stück seiner Familie mit in sein Grab nehmen, wenn es denn einmal so weit sei. Als wir in dieses Lager Buna-Monowitz kamen, dieses Lager war das Lager von der IG Farben Chemie.
die dort ein neues chemisches Werk für synthetisches Gummi und andere Kriegsmaterial errichtet haben. Der erste Eindruck waren lauter Holzblöcke. Und die erste Begrüßung war: Ihr wisst, wofür ihr hier seid. Vernichtung durch Arbeit. Solange ihr arbeiten könnt, werdet ihr leben. Könnt ihr nicht mehr, geht ihr durch den Kamin. Auch das ging mir nicht in den Kopf. Ich wollte es nicht glauben. In Monowitz stehen heute nur noch wenige Gebäude aus der Lagerzeit. Einzig die ehemalige Blockführerstube und eine Baracke. Der symmetrische Aufbau der Straßen erinnert jedoch noch an die Lagerstruktur. Und dann gingen wir in einen Raum, wurden abgeduscht und dann bekam jeder eine Nummer eintätowiert. Meine Nummer war 105.613. Und von dieser Minute hatte niemand mehr einen Namen. Wir waren nur eine Nummer. Ich habe viel gelitten, wie jeder andere auch. Es gab Menschen, die so schnell zugrunde gegangen sind und ich auch öfters mal den Entschluss hatte, im elektrischen Zaun zu gehen. Aber ich konnte die Kraft nicht aufbringen, zum Zaun zu rennen. Die Verpflegung in diesem Lager war einmal am Tag abends, wenn wir zurück ins Lager kamen, eine Schüssel Suppe und ein Stück Brot. Und das war die Verpflegung bis zum nächsten. Bei dieser Verpflegung hätte keiner länger leben können wie 2 bis 3 Monate. Teile der polnischen Bevölkerung versorgten die Insassen mit Nahrung, obwohl sie dadurch ihr Leben und das Leben ihrer Familien aufs Spiel setzten. Und als wir einmarschierten abends im Lager nach der Arbeit, wurden immer einige rausgepickt und untersucht, ob sie etwas schmuggeln. Und dafür habe ich 25 Stockkiefer an diesen folgenden Sonntag bekommen. Ich konnte nicht für einige Tage auf meinen Rücken liegen. Ich war aufgeplatzt und wund. Ich habe mich mit meinem eigenen Urin behandelt, um nicht im Krankenbau zu gehen, sondern wer im Krankenbau ging, nach 3 Tagen war niemand mehr da. Die wurden immer dann vernichtet und so. Damit wird deutlich, was die Lagerkommandanten als Schonungsblock verstanden. Ich denke, es ist vielen so gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Ich musste erst wieder Mensch werden nach meiner Befreiung. Zu der Zeit war Alex Deutsch kein Mensch mehr. Ich kann nicht sagen. Ich habe geleckt, wenn ein Tropfen auf der Erde war, habe ich es abgeleckt wie ein Hund. Ich war kein Mensch mehr. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man den Willen hat zu überleben, was man alles kann.
Alex Deutsch wurde am 18. Januar 1945 auf einen Marsch nach Kleiwitz geschickt. Für viele war es ein Todesmarsch. Er musste mit ansehen, wie Menschen neben ihm vor Hunger und Erschöpfung tot zusammenbrachen oder erschossen wurden. Auch dies überlebte er und wurde mit vielen anderen in Güterwaggons eingepfercht und ins Konzentrationslager Buchenwald transportiert. Dann in Buchenwald, die Kleidung wieder in so einen Raum rein, wo wir bestimmt geglaubt haben, das sind Gaskammern, aber man schon so erschöpft war. Doch einige, wie auch ich, den Atem angehalten hat, um vielleicht eine Viertelsekunde länger leben zu können, wenn es Gas, das Cyclon B wäre. Aber dann kamen die ersten Tropfen Wasser, man schwer ausatmet, wir leben. Sein Leidensweg führte ihn weiter über Halberstadt nach Magdeburg, wo er unter Aufsicht des Volkssturms bei Räumungsarbeiten eingesetzt wurde. Waren Sie da? Wo hielten Sie sich auf? In den Straßen von Magdeburg, aber nicht in der Stadt. Es war ein bisschen außerhalb. In einem Haus? In einem In Ruinen. In Ruinen. Unter Ruinen haben wir uns kleine Unterstände gemacht, weil wir durften ja bei Fliegeralarm keinen Schutz suchen. Und waren Sie da bewacht? Nein, bei Fliegeralarm nicht. Und als wir dann den einen, er soll sehen, ob er was zu organisieren kann, der hat nur noch Amerikaner angefunden. Und da waren Sie mit einem Freund zusammen? Ich war mit einem Kameraden zusammen, aber zu dieser Zeit wusste ich überhaupt nichts von ihm. Aber wir sind zusammengeblieben. Er war hier aus dem Saarland. Und es war mehr Zufall, dass Sie zusammenkamen. Es war Zufall. Ich habe mich entschlossen, ich wollte auch, mein Kamerad sollte mit mir nach Amerika. Ich habe einen Bruder in Frankreich getroffen. Sein Name war Ignaz Dorr. Wir haben uns in Paris zufällig getroffen. Er hat in Lyon gelebt und war auch an dem Tag in Paris. Ihr Bruder Ignaz? Ja. Haben Sie zufällig in Paris getroffen? Ja. Ich habe ihn nicht erkannt. Er hat mich erkannt und gerufen, als wir Alex und wir drehen uns um und da habe ich meinen Bruder Erich. Und er hat gewusst von meinen anderen Geschwistern in Amerika und hat auch die Adressen gehabt. Und so kam dann die Verbindung. Und meine Geschwister in Amerika haben gleich Papiere geschickt, um uns rüber zu holen. Aber wir brauchten für das amerikanische Konsulat ein Gesundheitsattest und mein Kamerad war krank. Er war im Lager krank und er konnte es nicht bekommen. So konnte er auch nicht einreisen. So haben wir uns getrennt. In St. Louis, Missouri, baute Alex Deutsch sich ein neues Leben auf. Er war damals 32 Jahre alt. In Amerika begegneten Alex Deutsch wieder Rassismus und Unterdrückung. Für ihn völlig unverständlich, lebte er doch nun in einem freien Land. Er lernte Deborah Spiller kennen, die er 1948 heiratete. Gemeinsam bauten sie ein Lebensmittelgeschäft in St. Louis auf. Sie zogen 1955 in die North and South Road und adoptierten einen amerikanischen Jungen. Alex und Deborah Deutsch lebten ein zurückgezogenes Leben. Im September 2007 steht Alex Deutsch wieder vor seinem ehemaligen Wohnhaus. Das mit den eigenen Händen errichtete Carport steht heute noch.
Wir beide haben, weiß nicht wie viele Stunden gearbeitet, um das Geschäft aufzubauen, was uns auch gelungen ist. Ich hatte einige Raubüberfälle immer wieder, aber solange sie nur Geld und Ware genommen haben, das alles kann man ersetzen. Als ich einen Revolver in meinen Nacken hatte, hinlegen auf den Fußboden, da war's das Letzte. Nachdem konnte ich das Geschäft nicht mehr weiterführen. 1977 starb Alex Deutschs zweite Frau Deborah. Nun wollte er nicht mehr in Amerika bleiben. Ein Jahr lang betete er jeden Morgen für seine verstorbene Frau und zündete eine Kerze an. Auch heute noch leuchtet in der Synagoge in St. Louis ein Lämpchen auf, wenn Deborah Deutschs Todestag ist. Er besuchte die Witwe seines Kameraden Karl in Deutschland, um zu bezeugen, dass Karl durch den Lageraufenthalt Schaden an seinem Leben genommen hatte. Für Doris und Alex wurde schnell klar, dass sie von nun an ihr weiteres Leben gemeinsam bestreiten wollten. Dann hat er mich eingeladen. Ich sollte nach St. Louis kommen. Und er hat mir die Fahrkarte geschickt. Und ich bin dann im selben Jahr, im September, nach St. Louis. Dreizehn Staaten durchreiste das Paar 1978. Damals lebte Alex Deutsch noch in einer Wohnung in Casa Grande, 1177-5. Mehrere Bilderalben dokumentieren Doris Loebs erste Reise nach Amerika. Und da hat er mich gefragt, ob ich in Amerika leben würde. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte meine Mutter nicht allein lassen, weil die Mutter ja auch alleine war. Und da haben wir beschlossen, dass wir unser weiteres Leben hier in Deutschland verbringen. Am 14. Januar 1983 heirateten Doris Loeb und Alex Deutsch und leben seitdem im saarländischen Wiebelskirchen bei Neunkirchen. Die Familie von Alex Deutsch wächst ständig und ist über ganz Amerika verstreut. Das Ehepaar besucht bis heute regelmäßig seine Familie in Amerika. We were very sad when he left, but we understood the happiness and I've never seen my uncle so happy. Doris is a wonderful wife. It means more to you when you hear it from somebody who's gone through it. I mean, you can read all you want in the books, but until you've heard it from someone, it just means so much more to you. I think it's the story of peace and love that eventually comes from all of his descriptions. All das ist für junge Leute ja fast eine Zeitreise, die jemand darstellt, den sie auf Anhieb mögen und dem sie an den Lippen hängen. Das ist faszinierend zu beobachten. Sehr geehrter Herr Deutsch, mein Name ist Claudia Batela. Nach Ihrem Besuch vor ein paar Tagen hat sich in meinem Leben einiges verändert. Ich sehe die Welt mit anderen Augen. Lebt das Miteinander, lebt die Toleranz. So steht es auf einer Plakette der erweiterten Realschule Wellesweiler, die 2001 nach Alex Deutsch benannt wurde. Am 29. September 2007 erhielt sie eine zusätzliche Auszeichnung. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Well, I think Alex Deutsch is very important for the family. He's been able to unite the family. He can unite 9 brothers and 1 sister. Everybody, and it's not just the family.
It's everybody in the world loves Alex Deutsch. And I think you got a demonstration of that at the wedding. Im September 2007 heiratete Alex Deutschs Großneffe Robert Deutsch in St. Louis. Als Familienoberhaupt gab er dem jungen Brautpaar seinen Segen. Obwohl die künftige Laura Deutsch christlichen Glaubens ist, entschieden sie sich für eine rein jüdische Hochzeit. Chatan vechalaha, aruch ataranai, mesameach atan imakalaha. We praise you, O God, for you are the creator of love and friendship and rejoicing. We pray, O God, that this bride. Mein Wunsch an Sie alle, lasst euch nicht hineintreiben in Hass und Gewalt gegen andere Menschen. Lernt miteinander zu leben, nicht gegeneinander.